werden. Herzlich willkommen, Oliver Krischer. Freue mich sehr. Schön, dass Sie da sind. Herr Krischer, wir haben in den letzten Tagen, ich habe es mir hier extra noch mal von den Kollegen aufschreiben lassen, 28 KollegInnen der Grünen angefragt und niemand hatte Zeit für uns. Wie geht Ihre Erklärung dafür? Ja, es ist Ferienzeit. Ihre Pressestelle-Fraktion hat heute noch uns eine E-Mail geschickt mit dem schönen Satz, wir finden keinen, Gendersternchen, geeigneten, Gendersternchen, Gesprächspartnerin, Gendersternchen, der heute Abend bei Ihnen auftreten möchte. Das heißt, Sie sind nicht geeignet oder wie muss ich das lesen? Ich bin aber auf der anderen Seite ist natürlich Sie völlig Luft klar, da gerade, ja? Mir macht das ehrlich gesagt Spaß. Sie sind ja der Don Cravallo Ihrer Partei, das habe ich ja mitgekriegt. Sie teilen ja auch gerne mal aus. Ich teile schon mal gerne aus. Dann Anderes Thema. Ich frage mich, Herr Krischer, gibt es einen Zusammenhang zwischen diesem Tweet und dem, was gerade rund um das Buch von Annalena Baerbock passiert? Wie finden Sie das Buch jetzt, wie wir unser Land erneuern? Ein super klasse Buch. Ich habe es gern gelesen. Wer hat es geschrieben? Wer hat das Buch geschrieben? Die das so da geht's um also weil Annalena Baerbock das ja aber da rede ich sag mal genau wie? So wir finden das völlig richtig und ich glaube ehrlicherweise diese Verteidigungslinie Herr Krischer, die ist nicht zu halten. Der Annalena Baerbock, die entscheidende Frage ist doch, aber also ich bitte Sie. Das war eine sehr muntere Runde zu später Stunde. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen, Herr Krischer, dass Sie sich dieser Debatte gestellt haben. Ja. Es hat Spaß gemacht.